Damen und Herren, zum heutigen CSGO Overwatch auf Mirage. Ich habe wieder eine Frage für euch. Es hat letztes Mal ganz gut geklappt. Und zwar, würdest du jemals in einem Online-Spiel hacken? Also wirklich Online-Spiel, Competitive, ne, Competitive Charakter zumindest. Ich spreche jetzt nicht von Singleplayer sowieso nicht, ne? Irgendwie bei Age of Empire oder GTA so ein bisschen sich die Cobras oder sonst was ercheaten. Davon spreche ich nicht, sondern ich spreche von Online. Hacking. Vorteile verschaffen gegenüber anderen Spielern, die diese Vorteile nicht haben und auch nicht haben können, wenn sie nicht hacken. Käme das bei euch jemals in Frage? Oder sagt ihr, nee, sowas mache ich nicht? Also für mich ist da auf jeden Fall eine Grenze, wie auch bei anderen Dingen. Für mich ist das vielleicht sogar vergleichbar mit anderen Straftaten, wie halt Raub oder sowas. Oder jemanden ins Gesicht schlagen oder ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ist es für euch wirklich ein No-Go? Ist es für alle ein absolutes No-Go? Sagen vielleicht manche, ach ja, bei einem passenden Spiel, bei einem Competitive-Spiel, das mir eh egal ist. Ich nehme mal an, jemand würde nie im Leben COD spielen, aber er hätte jetzt kostenlos COD bekommen, den neuesten COD-Teil oder den letzten, wie auch immer, und hätte dafür auch einen absolut krassen Hack. Und es wäre vollkommen egal, ob er da erwischt wird oder nicht, weil der Account oder der Launcher, auf dem man das spielt, der ist auch egal. Ich glaube, da spielt man auch Blizzard oder sowas, jetzt in diesem speziellen Beispiel. Würdet ihr das da machen? Einfach testweise mal so ein Aimbot laufen lassen? Oder sagt ihr, nee, sowas mache ich nicht. Das geht einfach gegen meine Einstellung als Mensch einfach schon oder eben als Online-Spieler. Gegen die Einstellung, die ich vertrete als Spieler. Würde mich stark interessieren. Bei mir ist es so, dass ich online... Ich kann mir das nicht vorstellen, ich würde das nie machen, das ist einfach irgendwie schweinig. Das macht man nicht, ne? Das ist eine Schweinerei. Singleplayer, da habe ich schon kiloweise gecheatet, ja? Gerade in jungen Jahren, bei Age of Empire mir halt eben die Cobras geholt oder bei GTA 2 mir, was ich alle Waffen geholt. Bei Sims war es immer blöd mit den Gegenständen. Da hat man bei manchen Spielen nicht alle Gegenstände haben können. Also ich habe mir kein Geld ercheatet und auch nicht die Gegenstände selbst. Ich wollte mir das immer erarbeiten. Aber man musste die Kampagne spielen. Zumindest auf der GameCube war das so bei Sims 1, dass man, da gab es eine Kampagne, die man spielen konnte, eine Story. Und nur wenn man die gespielt hatte, hat man auch alles bauen können. Und da habe ich eigentlich jedes Mal, wenn ich gespielt habe und mir einfach im normalen Sims-Modus, ne, Haus bauen, jemanden, einen Kerl, also eine Familie erstellen. Ich habe mir halt immer nur eine Figur gemacht, weil es halt mit mehreren irgendwie umständlich ist, finde ich. Und zack, eingezogen und dann Geld verdient. Gehasselt, richtig gehasselt das Leben. Aber ich wollte alle Sachen kaufen, wenn ich an das Geld erarbeitet hatte. Das war mir wichtig. Und darum habe ich da dann auch diesen Hack benutzt. Oder ganz, ganz früher gab es ja auch Spiel. Das waren ja nicht wirklich Cheats, das waren freischaltbare Cheats. Früher konnte man bei manchen Spielen auch Cheats freischalten, dass du dann den Big Head-Modus hattest. Da haben dann alle Gegner riesen Köpfe gehabt. Dass man erstens mal leichter drauf zielen kann und zweitens sieht halt auch saulustig aus, ne? Solche Sachen konnte man sich früher mitunter auch erspielen, wobei es da wirklich, da musste man halt auch dementsprechend weit kommen, ne? Und das Spiel hat auch erstmal so durchzocken, um sowas freizuschalten. Es war eher für Belustigung. Eigentlich war es in erster Linie dann zur Belustigung, solche Sachen. Ja, aber wie gesagt, online kann ich mir es überhaupt nicht vorstellen, zu hacken. Auch wenn das was Unbedeutendes sei. Irgendein Hans-Wurst-Spiel, auch irgendwas Kleines oder so. Also, gerade online kommt es einem ja dann auf die Experience drauf an, die man dabei hat, wenn man spielt. Auf das möglicherweise Geschwitze. Oder auch einfach auf die Erfahrung mal zu verlieren. Als wollen nicht, hier Command & Conquer angefangen haben zu spielen. Da war der Markt schon seit fast 10 Jahren verlaufen bei dem Spiel und es gab nur noch ein paar Alteingesessene, Profis halt, ne? Und wir gehen da rein, noch keine Minute das Spiel gespielt und wollten aber online spielen. Wir haben nur auf die Fresse bekommen, die ersten 100 Spiele alle verloren, fett den Arsch aufgerissen bekommen. Aber das war auch eine Art von Grind, die Spaß gemacht hat, sich zu verbessern, zu gucken, wie kann ich mich verbessern. Gut, beim Strategiespiel ist auch wieder was anderes, da kann man dann auch wirklich kontern gegen gewisse Dinge. Was macht der denn die ganze Zeit, der Vogel? Da kann man dann auch sich Konter überlegen und so weiter. Und da bei solchen Sachen, generell competitive, online, Spieler gegen Spieler. Was macht der denn? Naja. Da wirkt es dann sehr witzlos.
ne? Weil dann braucht man nicht zu spielen. Wenn man hackt. Aber vielleicht sieht das ja jemand anders. Vielleicht, also ich weiß, dass wir schon Leute hatten, die in Overwatch sowas geschrieben haben, wie ich habe früher auch mal gehackt. Oder ich hacke sogar immer noch und das ist sowas und sowas und hin und her, ohne genau zu sagen, ob sie jetzt im Legit-Spiel hacken, also das negative Hacken, oder ob sie in Hack-Communities spielen, wo sie halt unter sich sind. Das wird da meistens nicht genannt. Ja. Wie ist das für euch? Wie ist das für dich? Würdest du es machen? Bei irgendwas ganz unentdeckt, unter anderem Namen, auf einer anderen Maschine, in irgendeinem Spiel, auf irgendeinem Launcher, der dir völlig egal ist, wo du nach 30 Sekunden gebannt werden kannst und dir denkst, naja, ich hab's immerhin probiert, kurz und ne, hat mir nicht gefallen. Wie sieht's aus? No-Go oder Ho-Ho-Ho? Er macht dir gerade das absolute No-Go. Ich will Bewegung sehen, du Fockel. Hab ich Mirage eigentlich vorhin gesagt? Ja, ne? Auf mir. Wir haben letztens im Stream die Überlegung oder die Frage gestellt, wer von uns Mirage wie ausspricht. Der Großteil, den ich kenne, spricht es Mirage als Mirage aus einfach. Aber es gibt auch welche, die sagen Mirage. Mirage. Aber dafür ist es eigentlich nicht geschrieben. Sofern man das Englisch vorliest, oder? Obwohl, ist es Mirage. Naja, wie ist es bei euch aus? Mirage oder Mirage? Das wäre eben so eingefallen. Ich glaube, das war gerade letzte Woche Donnerstag oder sowas. Manchmal kommen im Stream solche Fragen auf. Guck mal, er hat sich doch jetzt noch gar nicht verändert von seinen Kills her, oder? Da steht doch all die Jahre bei 13 rum. Was bei der aktuellen Lage hier mit den Runden und der Aufstellung auf vollkommen Standard, also ne, da ist wirklich überhaupt nichts zu erkennen. Also jetzt, wenn man nur auf die Stats guckt. Wow! Ich breche hier nur von den Steadies. Er steht viel rum. Er steht sehr, sehr viel rum. Also anti-competitive zu 100%. Weil das ist... Man kann ja keine Aufstellung mit ihm machen, ne? So von wegen, wir rushen jetzt alle mal... Ey, ich red gerade, hallo? Wir rushen... Ich mach halt leise. Langt mal jetzt. Es langt mal jetzt, bitte, du Bunker! Wir rushen jetzt alle mal irgendwo hin oder so. Oder hier kommt jemand bei mir, helft mir. Und er steht einfach nur rum, AFK. Also das ist auf jeden Fall jetzt dann langsam mal Griefing. Klar, sowas haben wir schon oft gehabt. Und es gibt einige, die Meinung vertreten, dass man da nichts drücken sollte. Nach ein paar Sekunden rumsteht oder ein- oder zweimaligem Stehenbleiben ist es ja auch nicht so tragisch, aber er hält das Spiel auf. Und ich lese es euch gleich auch nochmal kurz vor. Das ist auch nochmal eine kurze Sache, die ich mir eh schon seit längerem, die ich seit längerem mal wieder thematisieren wollte. So was sage ich ab und an dann mal und dann vergeht ein halbes Jahr oder ein Jahr und ich bringe ein Video und wir haben halt einen Zuwachs natürlich und dann kommen wieder neue, die sagen, hey, ich finde das so und so nicht gut oder gut. Und da will ich gleich noch ganz kurz den Tatbestand des Griefs vorlesen, weil dann es gibt Leute, die sagen dann, das ist kein Griefing, was der macht. Guck mal, die sagen, das hier wäre kein Griefing. Aber, exhibit behavior that was disruptive. Es ist disruptive. Es ist anti-competitive auch. Und es ist antisocial, den Mates nicht zu helfen, ne? Also, die Jungs hängen zu lassen sozusagen. Es ist nichts, ja, das ist eher, hoppala, eher der kleinere Punkt beim Stehenbleiben. Aber es ist auf jeden Fall, es unterbricht das Spiel und es ist auch keine kompetitive Handlung. Ja? Es heißt ja, man muss competitive-mäßig auch wirklich sich ins Zeug legen. Und praktisch auch den Sieg wollen, das Team unterstützen und so weiter. Und nicht einfach unterbrechen und anti-competitive. Ja, okay. Stehenbleiben ist jetzt nicht zwingend antisocial, das ist Auslegungssache. Antisocial sind dann eher andere Dinge. Aber ja, das ist der Griefing-Tatbestand. Nur um das nochmal gesagt zu haben. Weil es halt echt Leute gibt, die sagen, nee. Ich kann so viel stehen bleiben, wie ich will. Hallo. Kann man nicht? Nein, nein. Wenn man auf Matchmaking wählt oder klickt, dann erklärt man sich dafür bereit, dass man jetzt für, ich glaube, sie schreiben sogar bis zu 90 Minuten, competitive spielt. Und da sollte eigentlich jedem klar sein, dass man da nicht einfach das Handy aufklappt und 90 Minuten da hockt und AFK ist im Spiel, sondern da muss man ranklotzen. Ja? Gut. Ihr könnt natürlich wie immer die Kommentare schreiben und auch hier in die Abstimmung, was ihr glaubt, was er wohl hatte. Ich denke, das mit dem Griefing habe ich euch jetzt etwas vorweggenommen, aber das war auch... Ne? Da hätte jetzt auch keiner gesagt, nee, das habe ich nicht gesehen. Von daher passt es. Wir sehen uns dann im Livestream. Lade ich jetzt zu einem Livestream-Tag hoch. Ich nehme gerade ziemlich im Bulk auf. Also ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Wenn es heute also Dienstag, Donnerstag oder Freitag ist, dann ist Livestream. Wenn nicht...
dann nicht richtig. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank für die Kommentare. Ich sage das jedes Mal, vor allem jetzt gerade, weil ich schon so viele Videos aufgenommen habe. Vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank für die Likes. Haut rein und bis dann. Küsschen.